Zum Wohl. So, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Westenvilla-Kanal und auf meinem Instagram-Account allabout_katrin. Heute haben wir ein Thema, was nicht so schön ist, aber wir möchten es sehr gerne ansprechen, weil es uns auch betroffen hat. Ja, genau, ich würde das Ganze so Thema nennen, so Real Talk, quasi unerwartete Gebühren oder unerwartete Kosten. Bis jetzt, also wir sind jetzt in der 9. Woche quasi und wollen euch einfach mal erzählen, was bis dato auf uns zukam, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Wichtig, was jetzt folgt, trifft auf uns zu, also auf unsere Baustelle, auf unser Projekt. Das ist von Stadt zu Stadt, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ja, also keine Pauschalaussagen hier. Es kann aber gut sein, dass ihr euch in dem einen oder anderen Punkt wiederfinden werdet oder euch schon wiedergefunden habt. Und ihr müsst einfach wissen, wie ihr dann mit dem Thema umgeht oder einfach proaktiv das schon bestmöglich einplanen. Fangen wir gleich mal an, und zwar da oben habe ich eine Pinnwand hingestellt. Jawohl, du machst mal die Agenda. Und sag mal, das allererste Thema, wo uns betroffen hat, ist die Baugenehmigung. Okay, Baugenehmigung. Ja, spannende Sache. Also bei uns ist das so, oder generell ist das so, es gibt ein bestimmtes Bebauungsfenster für das jeweilige Grundstück. Oh, abgefallen. Ja, ich mache einfach weiter. Es gibt ein sogenanntes Bebauungsfenster, und überall, wo ihr auch nur geringfügig über dieses Bebauungsfenster drüber rausgeht, gibt es eine sogenannte Befreiungsgebühr. Jede Stadt hat hier ihren eigenen Gebührensatz. Und wir legen euch wirklich nahe, diesen Gebührensatz zu prüfen, bevor ihr diese Befreiung beantragt. Was bei uns nämlich passiert ist, wir sind an der einen oder anderen Stelle ein bisschen raus, haben eigentlich gedacht, okay, macht nicht wirklich was aus, und wir haben dann horrende Befreiungsgebühren bezahlen müssen und waren wirklich, ja, ich würde schon wirklich sagen, schockiert, ja, wie viel jetzt diese Baugenehmigung gekostet hat, gerade aufgrund dieser Befreiungsgebühren. Das heißt, macht euch davor mit dem Gebührenschlüssel bekannt. Checkt es ab mit der Stadt, damit ihr da nicht so eine böse Überraschung erlebt, wie wir sie jetzt erlebt haben. So, dann das nächste. Finanzierungsvertrag Grundschuld. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Also müsst ihr euch überlegen, wenn ihr ein Grundstück kauft, dann gibt es da quasi einen Kaufvertrag, dann geht ihr zum Notar und dann steht im Grundbuch, steht dann quasi euer Name als neuer Grundstückseigentümer. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ein Großteil von euch dann das Haus, das danach kommt, entsprechend finanzieren werdet. Ich meine, die einen oder anderen können es vielleicht auch direkt bar bezahlen, aber die meisten finanzieren das doch. Und dann gibt es einen sogenannten Finanzierungsvertrag mit einer Hausbank oder wem auch immer. Und beim ersten Notartermin, wenn ihr quasi das Grundstück kauft, wisst ihr ja eigentlich schon, dass jetzt bald der Finanzierungsvertrag kommt. Und dann müsst ihr aber nochmal zum Notar, weil sich dann nämlich die Hausbank als neuer Grundbuch- oder Grundschuldeigentümer hier eintragen lässt ins Grundbuch. Und auch das dann quasi einfach mehr oder weniger doppelte Gebühr innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Zwei Umschreibungen im Grundbuch, einmal vom alten Besitzer auf euch und dann von euch zur Bank. Müsst ihr auch dran denken, kostet auch den einen oder anderen Euro. Dann, wie geht's weiter? Es wird nicht langweilig, ihr seht schon. Baustraße, Kranstellplatz. Baustraße, ja, okay, stimmt. Ja, Baustraße, da haben wir ein bisschen Glück, weil wir so liegen, dass also eigentlich keine Durchfahrtsstraße, wir mussten da nicht viel machen. Allerdings beim Thema Kranstellplatz war es ein bisschen spannend. Hier erstmal vorab ein Riesenlob an das Straßenbaurechtsamt, an die nette Kollegin, die uns das brutal pragmatisch und sehr, sehr schnell erstellt hat. Wir haben da auch eine Sondergenehmigung gebraucht. Hintergrund ist der, wir haben ja angefangen mit dem Erdaushub im Januar. Es war sehr, sehr kalt. Die Erde ist quasi gefroren und beim Auftauen ist quasi sehr, sehr viel von der Baugrube quasi abgeböscht. Also wir hatten quasi dann sehr, sehr viel Erde unten drin. Und dann war der Mindestabstand quasi vom Kran zur Baugrube nicht mehr gegeben. Ja. Was jetzt quasi bedeutet hat, dass wir einen Teil des Krans auf die Wendeplatte stellen mussten, sprich auf eine öffentliche Straße. Darf man nicht ohne Genehmigung, kostet auch wieder Geld. Das heißt, so Murphy's Law, wenn was schief gehen kann, geht es schief, rechnet damit.
dass ihr auch hier nochmal unerwartete Kosten, Aufwände und auch Nerven braucht, ja, um das Thema zu lösen. Hat bei uns geklappt, aber ja, nicht zu unterschätzen. Der letzte Punkt, den wir noch ansprechen wollen, der auch gerade sehr aktuell ist, und zwar der Rohstoffmangel. Die exorbitanten Kosten gerade, ja, die da auf uns zukommen werden. Ja. Rohstoffmangel, allgemeines Thema. Natürlich Corona-bedingt, ja. Produktionsengpässe überall, Nachfrage gleich, muss ich euch nicht erzählen. Steigende Kosten durch Knappheit, ganz klar. Wo betrifft es uns besonders? Besonders beim Thema Dämmstoffen, also wenn ihr außen dämmt, wenn ihr Styropor braucht für euren Fußboden, ja. Brutale Preiserhöhung, also fast 100%, muss man sagen. Im Dachbereich, Holzfaser, Weichplatten, Dämmung im Dach, Lieferzeiten jenseits von Gut und Böse, Preise jenseits von Gut und Böse, eine wirkliche Blase. Und was letztendlich passiert ist, ihr habt natürlich, oder auch wir haben das gemacht, ihr habt mal eine Kostenkalkulation aufgestellt, bevor alles losging. Habt da natürlich auch einen gewissen Puffer drin, so 10-15%, das sagt man meistens, ist da realistisch. Und jetzt wird natürlich dieser Puffer komplett verbraten, ja, also er wird sogar brutalst überrissen, ja, quasi. Und ihr müsst halt dann rechtzeitig irgendwie den Finger heben, weil ihr könnt nichts machen. Also ihr braucht euer Dach, ihr braucht euren Boden, ihr könnt die Baustelle nicht stehen lassen. Das heißt, ihr müsst kaufen, aber natürlich geht dann quasi die Gesamtplanung, die Gesamtkosten gehen irgendwie hoch. Gibt es eigentlich aus unserer Sicht drei Lösungen? Die sind alle nicht schön. Die erste Lösung ist, fangt bei euch selber an, schraubt die Ansprüche runter. So wie es jetzt bei uns auch sein wird, also mit dem Interieur, was eigentlich so mein größter Traum oder Wunsch war, wenn wir einziehen, ich muss definitiv zurückschrauben. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, weil das kann man ja dann auch ein, zwei Jahre später machen und wieder ein bisschen sparen und dann freut man sich da drauf. Ja, das ist das Erste, ja. Genau. Punkt zwei, wenn euch die Hausbank das erlaubt, natürlich auch ein sehr, sehr schlechter Fall, eigentlich Worst Case, könnt ihr eventuell nachfinanzieren, natürlich mit einem deutlich schlechteren Zins als mit dem aktuellen, das ist immer klar, ja. Da bestraft dann die Bank ein bisschen für die Fehlplanung. Und Schritt 3, wer es sich erlauben kann oder wer es hat, die Kapitalreserve, ihr gleicht es mit Eigenkapital aus. Das ist die dritte Lösung, die angenehmste, ja. Mehr kann man da eigentlich nicht dazu sagen. Ach, eine Kleinigkeit noch, vielleicht noch einen unerwarteten Punkt, den ich noch vergessen habe, ganz kurz. Wir mussten den Kanal, also Abwasser, Regenwasser, Kanal komplett neu anlegen, war so auch nicht erwartet, weil wir hatten quasi einen Entwässerungsplan von der Stadt. Der hat angezeigt, dass da ein Kanal wäre, an Punkt X. Wir haben da runtergegraben, da war aber nichts. Passiert scheint es ein oder andere Mal auch auf anderen Baustellen. Also wir mussten den Kanal komplett neu anlegen. Unser Erdbauer hat einen Top-Job gemacht, unser Tiefbauunternehmen. War auch noch eine immense Summe. Also im Endeffekt sind es jetzt die 5 Punkte, die wir haben. Lösungen haben wir euch mitgegeben. Wir stehen es durch, ja, oder? Ja, wir schaffen das. Und wir wollen euch einfach auch nochmal auf den Weg mitgeben. Denkt positiv, genau. Und wir schaffen das. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt motiviert, lasst euch nicht unterkriegen, zieht euer Ding durch. Und so machen wir es auch. Bis dann.